Wir lesen die Fabel vor der Höhle des Löwen nach Aesop. Die Erzähler sind Joanna und Josie. Den Fuchs spielt Ciara und den Löwen Frieda. Die Geräusche und die Musik sind von Joanna, Josie, Ciara und Frieda. Vor der Höhle des Löwen. Der Löwe war alt geworden mit der Zeit. Er lag ausgestreckt in seiner Höhle wie einer, der sehr krank ist, stellte sich schwer atmend und dämpfte heuchlerisch seine sonst so laute Stimme. Die Kunde davon ging durchs ganze Tierreich und alle klagten um des Löwen Krankheit. Ein jeder kam zu ihm, Besuch zu machen, manche aber auch, um ihn sterben zu sehen. Keines der Tiere gelangte jedoch aus der Höhle wieder heraus. Der Löwe fraß sie alle mitleidslos. Das Alte wurde ihm erträglich. Nur der schlaue Fuchs blieb vor dem Eingang draußen stehen und fragte: Wie geht es dir, König? Sei gegrüßt, mein liebster Freund. Warum trittst du nicht herein? Komm näher nur. Nimm Platz und tröste mich in meinem Unglück. Leb wohl, verzeih mir, dass ich gehe. Erschrecken mich die Spuren allzu vieler Tiere, die zwar hinein in deine Höhle, jedoch nicht wieder herausfinden. Das war unsere Fabel.